Dann werde ich das sowieso verkacken, ja. Sehr, sehr gut. Ich find's toll. Die Auto-Smash-Funktion genutzt. Ja, Auto A. Auto. Auto B, meine ich. Auto B. Auto A, B. Yeah. Klingt doch geil, oder? Ja, sieht man. Hm. Da kommt doch nochmal ein Power-Up. Aber das ist das Einzige, was ich davon mache. Ich hab keine Ahnung, ey. Okay. Nee, da kam noch eins. Bist du doof? Nein! Machen wir immer so, alles Absicht. Ja. Keine Sorge. Definitiv. Stopp! Scheiße. Ja. Ich glaube, das wird wieder darin enden, dass du bis hinterkommst und dann abkackst. Ja. Ach, Mann, ey. Es ist so aufregend in dieser Welt. Kommt da jetzt mal noch einer raus oder was? Ich glaub nicht. Nee, kommt wirklich keiner mehr. Doin! Oh oh. Das wird auf den Dingern nicht fliegen können, obwohl sie keinen Antrieb haben? Ja. Das ist die Magie von Koopa. Du verstehst das einfach nicht. Tut mir leid. Aber nochmal. So, jetzt werde ich nochmal einen vom Pelz geben. Das sieht man schon. Okay. Nein, Mann, nee. Warum habe ich kein Safe Stat gemacht? Weil wir ehrliche Spieler sind. Hey, das geht mir jetzt schon voll auf den Keks der Welt. Hast du wieder kein Power-Up genommen? Nee, ich brauch sowas nicht. Wo? Ich hab ihn gekriegt, man. Oh, jetzt war ich beinahe runtergefallen wegen dir. Sind wir Multitasking? Multitasking. Multitasking. Wer sich für einen RPG-Maker interessiert, da guckt doch mal bitte bei Facebook und sucht nach Das verlorene Königreich von der RGB-Schmiede Leipzig. Ein sehr, sehr, ich hab's gepackt, Mann! Sehr, sehr gutes Adventure. RGB-Adventure von den Jungs. Schaut's euch mal an. Nein, das ist doch scheiße! Nein, also ich meine jetzt hier, was ich gemacht habe. Ist nicht so ja, gut. Ja, das wollte ich auch meinen. Ja, es ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Projekt. Die haben wieder was gepostet, ja? Die posten in letzter Zeit wieder relativ viel. Die hatten eine coole Aktion. So, bau dir deinen eigenen Held. Habe ich nicht mitgemacht, weil ich mit dem Tool nicht klar gekommen bin, was sie da angepriesen haben. Aber egal. Andere Leute haben es gemacht. Und es wurden dann sozusagen Plätze verlost. Man konnte sich dann einen Charakter ausdenken, der dann in dem Spiel platziert wird. Das habe ich gar nicht mehr gelesen. Du hast die letzte Spielwelt angeguckt, die sah eigentlich ganz gut aus. Wenn das noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, das Projekt, also aus dem Alpha-Stadium rauskommt, für mich ist das immer noch im Alpha-Stadium, ich weiß nicht, ob es offiziell ist als Alpha, werde ich es auch mal vielleicht eine Runde Let's Playern. Ich habe es für die beiden schon, für die beiden, das sind ja drei, ne? Ja. Ich habe es für die drei auf jeden Fall schon mal im Facebook angekündigt und die haben mir ihr okay gegeben. Naja, umso besser. Umso besser. So, was macht ihr mal platt, damit wir die achte Welt noch schaffen? Jep, mach ich. Guck. Oh ja. Wird immer weniger. Wer das jetzt nicht sehen kann, der würde jetzt den Pickern da rumspringen sehen. Gib mir mal. Ja, bitte. Lass mal, Master.
Lass mich auch mal sterben, ne? Oh Mann, ey! Schieß doch! Ist doch alles nicht so wild. So nur ein kleines süßes Schiff. Ich wollte nur sagen, da kommt Feuer raus. Jojojo. Ich will mich immer drehen hier, wie bei Super Mario Bros. Das macht mich voll kümmern. Du bist einfach verwöhnt. Das könnte sein. So. Hast du mein zweites Bier schon aufgemacht? Ja. Oh, dann steht es die ganze Zeit hier offen rum. Ja. Ach so. Ich dachte, das hast du schon alle. Nein. Ich sag vorhin noch, das wäre der Bier schon alle bei Spaceen, aber. Nee, jetzt nicht. Nur bei dir, weil du immer so schnell trinkst. Dass die Leute nicht denken, ich trinke ja jeden Abend 5 Bier. Ja, aber das ist halt, weil du so selten dazu kommst überhaupt. Ja, das ist richtig. Da wird man schnell gierig. Bin gerade dabei, die Endboss-KI bei Crimson Echoes zu machen. Ey, kriegst du die Krise. Ja, ist es jetzt bald fertig? Ja, es ist bald fertig. Geil. Aber es wird wahrscheinlich bloß nicht public veröffentlicht. Unpublic? Unpublic. Kriegen wahrscheinlich nur ausgewählte Personen. Oh. Das muss ich noch ein bisschen mit dem Chrono vom Team besprechen, aber ich habe eher die Befürchtung, dass wenn das eh mal Final draußen ist, dass sie sich dann hier mit Repros erschlagen können. Ja, wahrscheinlich. Und dann kriegst du kein Original Chrono mehr. Ja. Weil die alle Repros sind. Und dann Crimson Echoes draus gemacht haben. Naja, da kannst du auch aus anderen Spielen Crimson Echoes bauen, aber die ist nur mal Tatsache, dass mittlerweile sogar die geleakte Crimson Echoes Version auf einschlägigen Portalen zum Verkauf, angeboten werden. Und das ist ja nur nicht Ziel des Ganzen. Oder wir bauen irgendwas ein, damit man das nicht auf echter Hardware spielen kann oder so. Ja, also man muss mal gucken, wie man das macht. Das ist auf jeden Fall brutal mit der KI, weil dieses komische Tool, was ich da habe, ja. Speichert meine Daten nicht richtig. Sprich, wenn da Hex 04 steht, dann steht dann nach dem Speichern auf einmal Hex 40 da. Das verkackt und dann verkackt die ganze KI, weil nicht weiß, was das ist. Das ist echt nervig. Ist das immer dann so verdrängt? Ja, es hat aber nicht mit einem Pointer oder so zu tun, falls das gerade nichts. Nee, ich denke da eher an die zwei verschiedenen Arten Bits zu speichern. Naja, nee. Also, er macht das ja immer nur in einer Position. Und das ist immer nur das erste Byte, was er da irgendwie überschreibt. Oh, das klingt nach Megabug. Na, aber die 40 ändert sind dann 04, damit er zum Beispiel ein spezielles Monster, was gerade tot ist, dann wieder erwecken soll. Dann macht er das auch. Also. Funktioniert es aber, sobald du das ROM wieder neu lädst und was anderes änderst, dann müssen wir eine 40 hinmachen. Das ist echt nervig. Und das Tool, das ist doch sowas von dermaßen rudimentär, weil du hast da oben das Programm hat keinen Namen, das heißt Form 1, also du weißt dann etwa, wie toll programmiert das ist. Also so im C Sharp mal eben zusammengekloppt oder in Delphi. Kann man so sagen, Dann geben ja die Monster immer verschiedene Namen aus, wenn die einen Angriff machen, je nachdem, wie das im ROM steht. Ja. Aber in dem Programm stehen halt die Angriffsnamen von Chrono Trigger drin und nicht von Crimson Echoes. Ne? Und die sind natürlich anders. Gleich. Also, das heißt im Umkehrschluss, ich muss jedes Mal gucken, wie diese Attacke heißt. Und die Attacken, die jeder Gegner ausführen kann, die sind auch nicht präzisiert, die werden dann nur von 00 bis FF abgecached. Ah. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Deshalb dauert das momentan so ewig. So, jetzt reißt sich zusammen. Ja, das passiert schon mal. Ich hab mich ja selber abgelegt. So. App. Sehr gut. Bam. Jetzt machst du bestimmt einfach und schießt den einfach ab. Ja? Soll ich? Nee, kannst du ruhig einfach platt machen. Mal weiterkommen jetzt. Ja, endlich. Geil. Mein Chat geht gerade nicht. Achso, da kann ich staminieren. Oh Mann, ey. Ich war überhaupt nicht gerade auf den Gegner vorbereitet. Wie viele Versuche sind jetzt? Sechste? Der sechste oder siebte ist das jetzt, ja. Ja, ich will nur ein Pilz. Ach gut, okay, dann probieren wir es halt ohne.
So, dann um auf zu quatschen, jetzt probieren wir es hier mal so mit Ernst. Ja, ja, ja. Jetzt fangen wir mal an zu spielen, ja. Wie im Street Fighter oder was? Wir sind ganz andere Spieler, kommen uns hier in unsere Schwanken zu verschweißen. Um unsere Schwänke zu schweißen. Schränke zu schweißen. Oder Ränke zu keißen, was? Jetzt wird es langsam echt kritisch. Ja, es ist gleich um 11 Uhr von da. Das wird auch nichts zu tun an mir mit Rumgeschnippler. Naja, ich lasse ja durch mein Skript schnippeln. Also, so ist nicht. Das ist bloß, das Rendern dauert immer so lange, ey. Das ist ja wie ein Special vom Treffen, ja, wo da mitten im Kampf auf einmal das Video vorbei ist, ja? So muss ich mir das so vorstellen. Ja. Genau. Einfach ein Hardcut. Oh. Hat schon gemacht für den. Ja, aber nicht komplett rausgedreht. So, ja. So, jetzt reicht's mal ja langsam mit den Viecher. Die haben, glaube ich, auch einen Namen. Aber ich kenne ihn nicht. Schraubenschlüsselschmeißer. Der Schraubenschlüsselmörder. Wie der Axtmörder. Ja. Frag mich auch, wo die daherkommen. Jetzt kann ich gerade nicht springen, ey. Das ist auch ein Arsch. Unglaublich. Achtung, es fällt runter. Jetzt! Brauchst du übrigens nicht. Das macht Spaß. Ach so. Du riskierst dein Leben aus Spaß. Bist du sicher, dass man den Endgegner noch abschießen kann? Keine Ahnung. Spring einfach auf seinen Kopf dreimal. Okay. Wenn wir dann noch da sind. Ich glaube, das ging. Sicher? Das geht doch heute auch noch. Und das müsste doch ein Relikt von früher sein. Meinst du? Ich geh davon aus. Voll cool. Hm? Yeah, super Power. Ist wie Mega Man. Ja, hat auch irgendwas. Nur, dass ich es bei Mega Man nicht mit dem Power-Button mache. Achtung, na komm. Gar nicht. Ist immer in der Luft, immer wenn er auf den Boden springt. Reicht's, ja. Jetzt, spring! Jawohl! Britney, Bitch. Alter, hat der einen Pulli an? Nein, so ein scheiß Blinkestab. Das ist hier, hier ist das komische Ding da in diesem komischen Film. Der Spirit Stick. Welcher Film? Wie heißt denn der? Welcher Film? Mit irgendwelchen Cheerleadern. Ach so, nee, kenne ich nicht. Ja. Ich dachte jetzt, du meinst Doctor Who. Nee. Mit dem, weiß ich auch nicht mehr, wie das Ding hieß. Bei Doctor Who gibt's ja auch so einen komischen, coolen Stick. Na, ist egal. Nee, ich meine den Spirit Stick von Girls United hieß der Film. Ja, totaler Blödsinn, aber irgendwie Weiber. Weiberkrams! Was ist denn das da? Das ist ein Bug. Ist es? Ja, das ist zwei. Emma! Jo, warte mal. Jo, ich habe die Prinzessin entführt. W2 hörend, du herumgerannt bist, komm doch her und rette sie aus meinem Schloss. Komisches Zeichen, ha, Ausrufezeichen, A. König der Koopas. Der kann nicht mal richtig schreiben, der König der Koopas. Meint ihr damit Bowser? Ja. Cool. So, machen wir mal Panzer-Action. Ja, mach gleich mal weiter. Ja. So, irgendwie, das sind so die Maps, die ich glaube ich am besten kenne. Ja? Ja, weil ich immer nur Zauber fühlt in das Level und dann einfach nochmal so am Nachmittag, wenn man mal Langeweile hatte, einfach mal so ein bisschen rumgezockt. Ehrlich. Und dann nehmen wir ja nicht immer diese kompletten ganzen Welten. Haha, hat man ja gesehen, wie öde das ist. Ja, deshalb konnten wir es ja. You know what I mean? Soll das eigentlich darstellen, dass der Panzer selber fährt, zufällig in dieser Welt? Ja, ja. Also die sollen ja nicht rollen oder fangen. Muss doch gleich ein Power-Up eigentlich kommen. Gibbe. Das richtig fiese an dieser Geschichte ist. Ja. Wenn du hier halt zu wenig Leben hattest, du warst schon übelst nicht weit, zum Beispiel bei Bowser direkt. Mhm. Ja, dann war es natürlich so, dass du dann, wenn du abgekackt bist und kein Leben mehr hattest, von vorne anfangen musst.